Hallöchen Leute, Valamorgules und willkommen zu einem neuen Let's Play und zwar der Surgeon Simulator. Someone call for the doctor? Es war schon ein bisschen älter, aber ich hab's gerade erst entdeckt. Ich fand's einfach nur geil und will euch das mal näher bringen. Ich muss dazu sagen, ich habe schon eine Operation aufgenommen. Allerdings habe ich vergessen, mein Mikrofon einzustellen, habe über meine Webcam aufgenommen und das kann ich euch nicht antun. Und deshalb habe ich schon hier, man sieht es gerade, 4 Achievements und auch schon ein paar Minuten gespielt. Die Operation habe ich allerdings nicht geschafft. Von daher fange ich mehr oder weniger eh wieder von vorne an. Okay, und ich habe hier die Anniversary-Version. Das heißt, wir können auch Zahn- und Augen-OPs durchführen. Ich weiß aber nicht wie. Ich hab's nicht gefunden. Ich wollte direkt auf Zahnarzt gehen, aber es geht nicht. Hier hinten, da sieht man hier das Hirn, Auge, Zahn. Und ich schätze mal, wir müssen wirklich quasi alle vorher machen, damit wir hier am Ende die Zahn-OP durchführen können. Das ist nämlich eigentlich mein Ziel, da habe ich am meisten Bock drauf. Aber gut, Bob. Also, wir machen jetzt erstmal hier die Herztransplantation. Die habe ich noch nicht geschafft. Ich habe die OP schon 2-mal versucht, noch nicht geschafft. Ich weiß nicht wie. Und wir fangen halt direkt an. Also, Herz... Transplantation, Bob. Bitteschön. Oh, ich würde es wirklich gerne mal schaffen. Also ich habe schon ewig an diesem Typen rumgebastelt und ich habe es nicht hinbekommen. Nicht mal ansatzweise. Also die OP an sich, ja. Aber es gibt so Dinge, da bleibe ich einfach hängen, weil ich komme da nicht weiter. Und ich werde euch gleich zeigen, was. Zuerst mal, das habe ich schon gelernt, macht es Sinn, den ganzen Scheiß hier mal wegzumachen. Denn Q-Tips gehören einfach nicht auf den Arbeitsplatz. Genau wenig wie eine Flasche. Weg, Flasche. So, okay. Tasse hier, Tasse kommt auch noch weg. Braucht kein Mensch. Weg. Becher, komme ich nicht ran, ist egal. Hier hinten, das kann ich auch weg. Nimm es. Was ist... Ja, okay, es stört mich nicht, ist egal. Gut, also Freunde, wir werden zuerst mal hier professionell den Brustkorb aufknacken. Oh, hier ist noch ein Becher. Der stört auch. Weg. So, wir werden jetzt erstmal professionell das Ding greifen und den Brustkorb aufknacken. Na herrlich. Direkt, nein, oh Mann, der blutet schon wie ein Schwein, Leute. Oh, verdammt, wo habe ich den getroffen? Der blutet wie ein Schwein. Okay, aber 5 Hörde, da kann man auf jeden Fall noch, da haben wir noch Spiel, sag ich mal. Da haben wir noch gut Spiel. Okay, jetzt erstmal hier die Mitte. Oh, der blutet echt wie eine Sau, ey. Ich muss dem gleich eine Spritze geben. Es gibt 2 Spritzen. Eine setzt mich unter Drogen. Und eine stoppt seine Blutung. Oh, na los jetzt. Ja, jetzt haben wir die Mitte aufgeknackt. Okay, jetzt brauchen wir allerdings noch hier... noch hier... Na! Das gibt's ja nicht. Noch hier alle am Rand. Wie hält er das denn, ey? Da komme ich... Ich komme nicht ran. Ich komme nicht ran. Hör auf, Junge. Ich muss diesen blöden Knochen treffen. Jetzt. Ja, komm. Okay, Hammer. Mach doch mal hoch das. Mach doch mal hoch jetzt. Jetzt. Okay, vorsichtig. Ich muss mal rangehen. Oh, der Winkel ist so bescheuert, Freunde. Er ist so richtig bescheuert. Oh, ist das bescheuert, was für einen Winkel ich hier habe. Jetzt. Jawohl. Okay, jetzt. Noch hier vorne. Oh, ich treffe. Komm schon, geh kaputt. Ja. Okay, jetzt nur noch hier unten. Ich brauche einen anderen. Ich brauche einen anderen Winkel. Okay, Freunde, warte mal. Der blutet mir zu heftig. Ich brauche... Oh, fahr ja nicht weg. Okay, ich brauche jetzt hier die Spritze und zwar die Türkise hier. Die... Ja, oh, perfekt. Direkt gegriffen. Wo ist er denn? Nee, was? Ich hab sie gar nicht. What? Ach, hier vorne liegt sie. Oh. Okay. Hab ich sie? Ja, jetzt. Okay, und... Zack. Und jetzt müsste die Blutung gleich aufhören. Noch eine? Jawohl. Okay, Hälfte Blut verloren. Macht gar nichts. Es ist noch gut Spiel. So, jetzt brauchen wir den Bohrer. Allerdings gerne andersrum eigentlich. Ja, was ist das denn? Solche... Okay, ich arbeite hier gechillt aus der Rückhand. Das ist überhaupt gar kein Problem. Jetzt muss ich hier nur noch die Rippe treffen. Yes! Okay.
Okay, das sieht gut aus, Leute. Das sieht ganz... Vorsicht, Bora. Was machst du? Bleib stehen. Was macht... Nein! Komm her! Was machst du? Komm her jetzt. So. Perfekt. Okay. Okay, dann nehmen wir mal den ganzen Crap hier raus. Ja, mal, was ist das? Was ist das? Eine Lunge? Ist das ein Lungenflügel? Legen wir mal hier ab. Nein, nein, nein! Rollst du den hin? Brauchen wir den noch? Ich weiß nicht, ob wir den noch brauchen. Bleib jetzt hier liegen. So. Alles. Was? Ja gut, aber er ist noch vorhanden. Er ist noch vorhanden. Okay. Müssen wir jetzt hier noch ein paar... Reste rausnehmen oder was? Ein paar Rippen... ich habe einen erwischt. Ja, man sieht es halt auch nicht, ne? Man sieht es nicht. Das ist... Jetzt nimm es doch. Nimm es. Ich krieg's nicht. Ich krieg's nicht. Okay, hier oben das Stück vielleicht. Fast. Nein. Komm schon, nimm es. Nimm es. Hab ich's? Nein. Nimm es doch. Nimm es doch bitte. Das hier. Hier sind überall... Hier vorne ist auch noch eins. Ich komme nicht ran. Ich komme nicht ran. Das hier vielleicht. Nein. Nimm es doch. Oh, dann lass es halt. Okay, ist egal. Ich lass es. Wir müssen jetzt als nächstes die Speiseröhre durchtrennen. Und zwar mit einem Skalpell, das natürlich genau hier drunter liegt. Natürlich. Gut, Bohrer weg. Hammer. Alter, was der Bohrer dafür fuckt. Aber ich glaube, wir brauchen den tatsächlich auch gar nicht mehr. Jetzt gönne ich mir erstmal einen Skype. Hab ich's? Oh ja, nice. Jetzt natürlich wieder ein super Winkel. Ich müsste es eigentlich seitlich haben. Da komme ich nicht ran jetzt, glaube ich. Nee, das wird nichts. Ich brauche seitlich. Wie kriege ich das denn jetzt seitlich gedreht? Nee, toll. Nimm es. Nimm es. Nimm es. Oh, nimm es. Bitte nimm es. Ja. Oh, es ist wieder so scheiße. Geh vielleicht so. Ja, gechillt aus der Rückhand, Freunde. Okay. Was? Geh kaputt. Ja, ja. Okay. Hier unten auch nochmal. Nee, da liegt die verdammte Rippe im Weg. Deshalb muss die da raus. Die muss da raus. Okay, nochmal. Nein. Nimm sie doch. Da ist es doch. Nimm es doch, Junge. Nimm diese verdammte Rippe weg. Oh, Mann. Okay. Sie hat gewackelt. Da ist er, da ist er. Jetzt nimm sie doch, verdammt. Das gibt's doch gar nicht. Ach, du bist doch genau drauf mit der Hand, Kollege. Ist es denn wahr? Er nimmt sie einfach nicht. Okay, ich muss sie wegstoßen. Ich muss sie wegstoßen. Was? Hab ich's? Hab ich's? Ja. Ganz gechillt zwischen zwei Fingern. Oh, er blutet. Er blutet. Wieso sagt mir das keiner? Oh lala, das ist gar nicht mehr so viel Blut. Und ich habe noch nicht mal das Herz entfernt. Okay, Kumpel. Komm her. Zack. Oh ja. Oh, die Spritze funktioniert 1A, Leute. Schaut euch das an. Direkt die Blutung Oh, bleib hier auf dem Tisch, Spritze. Sonst war's das hier. Okay, jetzt nimm. Hab ich's? Ja. Okay, nice. So, jetzt probieren wir mal hier das blöde Rippen-Ding da wegzustoßen irgendwie. Es stört einfach. Ich sehe nichts. Nee, ich komm nicht ran. Mann, ey. Wir brauchen es irgendwie anders. Oh nein, er blutet schon wieder. Okay, ganz ruhig. Ich brauche diese Rippe da. Ich brauche diese Rippe. Die muss da weg. Oder ich brauche ein längeres Skalpell. Habe ich gleich zwei jetzt? Nee. Nimm es. Jawohl. Okay. Ups. Anklappen und... Oh ja. Ich treffe was. Komm, ich muss die Speiseröhre da unten zerschneiden.
Oh, ich bin im Herz. Ja, ich stecke im Herz. Das ist nicht gut. Hier, das. Ich hab's, ich hab's. Ich hab's. Ich hab's. Er blutet, er blutet. Oh, Leute, so weit war ich noch nie. Ohne Scheiß. Ich hab's zweimal gemacht oder versucht, die OP. Mein weites. Oh, jetzt komme ich nicht an die Spritze oder was? Alter, nimm jetzt diese Spritze. Nimm die Spritze. Du musst sie jetzt nehmen. Bitte. Bitte nimm sie, bitte. Ich brauche die Spritze. Ja, nein. Bitte, bitte. Bitte nimm sie, bitte. Komm. Bitte nimm sie doch. Bitte, nein. Nein, die geht immer weiter rüber. Oh Gott, nein. Das ist nicht wahr. Ich krieg die Spritze nicht mehr gegriffen. Das ist so bescheuert. Leute. Ich krieg sie nicht. Okay, jetzt muss ich mich beeilen. Alles klar, wir machen das. Wir machen das, Boys. Dieser ganze Crap da drin, ey. Ich krieg's. Oh, okay, ich hab's. So weit war ich noch nie, Leute. Ohne Scheiß. Ohne Scheiß jetzt. Ich bin immer an dieser blöden Speiseröhre hängen geblieben. Okay, so weit war ich noch nie. Jetzt auf zum Herz. Das muss ich. Ach, das muss ich auch noch abtrennen. Das muss ich auch noch abtrennen. Alles klar, Skalpell. Hab ich's? Ja. Oh ja, es klebt mir am Ringfinger. Nice. Okay. So, jetzt muss ich. Leute, ich habe keine Spritze mehr, ne? Das wird jetzt haarig. Das wird haarig. Okay, ich sehe. Oh, er blutet wie ein Schwein, Leute. Er blutet wie ein Schwein. Kann ich das Herz jetzt schon. Habe ich es überhaupt schon abgetrennt? Ich bin nicht sicher. Nein, nimmt's nicht. Oh Mann. Oh, okay. Ich wollte eigentlich das Herz. Bleib oben, bleib oben. Ich den Magen bekommen, aber. Nee, das Herz schlägt nicht mehr. Ich glaube, ich habe es freigelegt. Ich krieg's nicht und er verblutet mir. Oh, komm schon, bitte nimm es, bitte nimm es. Bitte nimm es. Dann haben wir es fast geschafft. Nimm das verdammte Herz. Ah, das ist so behindert. Er kriegt es nicht gegriffen, Leute. Er kriegt es nicht gegriffen. Und ich krieg meine verdammte Spritze hier nicht frei. Oh, nee, ey. Okay, wartet mal. Ich probiere mal, die Spritze hier frei zu kriegen. Vielleicht irgendwie, dass man die so rüberschiebt. Komm. Komm rüber. Oh, scheiße. Oh, Mann, ich verliere jetzt, weil ich die Spritze nicht kriege. Das ist unklar. Es ist so bescheuert. Ah. Ist das Herz frei? Ich glaube schon, es schlägt nicht mehr. Er kriegt es einfach nicht gegriffen. Oh, dieses Spiel macht so aggressiv, ey. Jetzt greift er dieses Fisch. Greift er das verdammte Herz, Alter. Ich bin in der Zwickmühle. Okay, warte mal, hier ist ja noch eine Spritze. Ich nehme jetzt mal einfach die andere. Weiß ja geil, was die bewirkt. Okay, ich hab sie. Mal schauen, was passiert. Und. Na komm. Oh Gott. Er blutet schneller. Was ist das denn? Was ist das denn? Schaut euch mal an, er wird immer schneller. Okay, das war absolut die falsche. Okay. Oh Leute, das gibt's ja wohl gar nicht. Wieder versagt. Warum? Weil ich die Spritze nicht bekommen habe. Oh, ob ich's denn jemals hinkriege, ey. Okay. Ganz ruhig, wir machen das nochmal. Im nächsten Part, Freunde. Erstmal danke fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir doch einen Daumen da, schreibt mir einen Kommentar. Ansonsten sehen wir uns wieder im nächsten Part mit der nächsten OP, hoffentlich erfolgreicher. Bis dahin wünsche ich euch nur das Beste. Gehabt euch wohl, macht's gut, Freunde. Valado Heres und bis bald.